So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Smaragd. Jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt. Also sprich Super Mario Galaxy und so. Naja, egal, erstmal wieder mein Controller anmelden. Ich bin so gut darin, das Woche zu machen. Es muss eine Verbindung zwischen Xenerovil und dem Pyroberg geben. Xenerovil? Xenerovil, ja. Nicht, dass ich mich wieder verlesen habe oder so. Meine Freunde und ich haben ein bisschen nachgeforscht im Labor, in dem wir gearbeitet haben. Mein großer Bruder studiert das Meer. Oh, wow. Ah, wir sind in Xenerovil, endlich. Ach, ich liebe diese Stadt. Allerdings nicht die Art und Weise, wie man da hinkommt. Die ist einfach nur katastrophal. Und wir müssen mal ins Pokémon Center, wie es aussieht. Und wir haben endlich einen Wasserstein. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, mit wem gehen wir in die Wasserarena? Ich würde mal fast behaupten mit Freeze, weil Samba so ein hohes Level hat. Wobei andererseits, wir bekommen ja vor der Liga dann noch ein paar legendäre Pokémon mit, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall Kyogre und Groudon. Die zwei müssten wir auf jeden Fall dazu bekommen. Bin mir nur nicht gerade ganz sicher bei Rayquaza, ob wir das auch vor der Liga bekommen. Aber ich meine eigentlich schon. Auf jeden Fall würde ich eins von denen gern mitnehmen. Von den dreien. Also könnten wir theoretisch auch eins von den anderen weglassen. Ich wüsste jetzt nur nicht spontan was. Ach, das können wir eigentlich auch noch dann entscheiden. Moment, ich möchte mal gerade kurz was gucken. Wassertempo. Also wäre es eigentlich gar nicht so doof, Samba und dann noch Kyogre mitzunehmen. Andererseits hätten wir mit Groudon Sonnenlicht, was Feuerzeug zugutekommen würde. Und die anderen fallen einfach irgendwie raus. Wie sieht es denn mit Ninja Turtle mit den Attacken nochmal aus? Spukball, Sandklinge, Schaufel, Aeroras. Ach, ich habe keinen Plan. Nehmen wir erstmal Freeze nach vorn. Für die Arena jetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe schon wieder diese Musik hier im Hintergrund von der Stadt. Wobei die in den Remakes noch besser geworden ist, finde ich. Ach so. Oh. Oh. Oh, wenn ich jetzt nur wüsste, was ich machen muss, dann wäre ich doch schon etwas zielstrebiger als jetzt. Vielleicht hier irgendwo lang? Ich meine, da gibt es ja so ein paar Wege. Vielleicht zu dem Weisen da. Wer bist du denn wohl? Das ist die Uhrzeit, die Geister der Pokémon, die zur Ruhe gebettet am Pyroberg erwachen hier zum Leben, sagt man. Das stand noch nicht. Bitte verlasse diesen Ort. Alte Menschen. Was muss ich tun? Ich bin ein wenig aufgeschmissen. Eventuell merkt man es mir auch ganz leicht an. Ich kann ja mal ein bisschen rumtelefonieren. Vielleicht sagt mir irgendwer, was ich machen muss. Vielleicht weiß Troy was. Nee. Camille, Wanda, Flavia, Wiebke, Penisonia, Rosemarie. Nee. Vielleicht weiß Heike was? Maike meine ich, ja, fast das gleiche. Ich habe gerade Heiko und Maike durcheinander gemischt. Kam Heike bei raus. Oder Maiko. Ich weiß nicht, was seltsamer wäre. Nein, das sieht auch nicht wirklich hilfreich aus. Da
Das wird mir auch nicht helfen. Vielleicht weiß Mr. Trum was. Was nochmal, einen Moment. Höhle. Ich bin ein wenig aufgeschmissen, ausnahmsweise. Vielleicht verschwinden wir einfach nochmal aus der Stadt. Ich habe keine Ahnung. Da können wir raus? Nein, können wir nicht. Raus geht's nur an den Stellen, die Zelle war, oder? Oder dunkler? Ach Gott. Ja, man sieht's auf jeden Fall, wo man wieder hoch kann. Hier dann demnächst irgendwo mal. Hoffe ich. Möglicherweise. Komme ich hier? Ach so. Also, ich habe nur den falschen Knopf gedrückt. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich hin muss. Habe ich denn noch einen Schutz dabei? Das könnte eventuell hilfreich sein. Ja, sogar einen super Schutz. Da links sieht es so aus, als ob ich da hin wollen würde. Möglicherweise. Vielleicht will ich mal ein bisschen nach Süden noch. Keine Ahnung. Zeig mal die Karte. Vielleicht. Ach, ich habe keinen Plan. Keine Ahnung, Route 128, was weiß ich. Ach ja, ich kann es ja mal versuchen. Dazu müsste ich nur den Weg finden, das wäre hilfreich. Könnte ich mir vorstellen. Noch irgendeinen Schutz? Nein, kein Schutz mehr. Hat noch irgendwer Blitz? Blitz hält doch auch mit der Pokémon ab, oder nicht? Fliegen, Servertaucher, Schaufler, Stärke, nichts, nichts, schade. Dann halt nichts. Also da geht's schon mal lang auf jeden Fall. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und wir sind tatsächlich mal auf Route 128 angekommen. Jetzt wäre... Ah, Moment. 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 War das hier? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Nein, das war nicht da. Aber ich habe ein Protein gefunden, also warum nicht? Dann war das aber da unten. Ego gießt dort eine Höhle rein und der Mr. Trum hat irgendwas von Tiefseehöhle geredet, also... Vielleicht... Ja, da. Aha. Also, verdammt, die sind hier doch anangegangen. Im Moment, kann ich hier auftauchen? Ah. Ah, ich habe den Weg gefunden, nach nur 10 Minuten. Hui, man könnte meinen, ich wäre schnell. So, was ich allerdings jetzt ausnahmsweise mal mache, wäre speichern. Aber wieso mache ich das eigentlich so? Bin ich doof? Moment, ich klaue euch mal kurz das Bild. Und dann klaue ich euch auch den Ton, weil es leider gerade nicht anders geht. Und speichere mal eben kurz mit einem Save State. Und dann habt ihr auch wieder Bild. Ach so, Moment. Das dauert ja noch ein bisschen, bis ich dahin komme, wo ich hin will. Aber ich habe immerhin den Weg. Und keiner hat Zertrümmerer.
Reitstärke? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich will nicht schon wieder irgendeinem Pokémon eine unnötige VM beibringen. Nein, Stärke reicht nicht. Großartig. Also müssen wir wieder jemandem Stärke beibringen. Ich hasse die VMs. Es gibt nichts Schlimmeres. Die einzigste. Na, wobei es gibt eigentlich nur zwei oder drei halbwegs nützliche VMs. Und das wäre ein Surfer und vielleicht noch Fliegen oder Kaskade. So, wer kriegt jetzt da drüber raus? Schnaubine? Oh. Mal gucken, was die Attacken so sagen. Ja, gegen den Hornbohrer. Wer braucht eigentlich den Hornbohrer? Habe ich noch nie so ganz begriffen. Weil als richtige Attacke höchstens in Kombination mit Zielschuss, aber das sind dann schon wieder zwei Runden. Naja, ich habe immerhin mittlerweile den Weg. Und darüber bin ich schon mal sehr froh. Das ist schon mal eine Steigerung um gefühlte 500%. So, wenn ich jetzt noch wüsste, ob wir nach links oder nach rechts müssen. Wir können ja keine Kinder gebrauchen. Geh nach Hause, sofort. Ja, schon gut, schon gut. Nicht so hektisch. Natürlich hat er wieder ein Vivien. Was hat er denn noch sonst? Ich versuch's ja nochmal mit Zauberblatt. Ja, das sieht doch gut aus. Ich will nach Hause zu meiner Mami. Alles klar, dann geht doch. So, jetzt nur wo geht's lang? Oh, das sieht verdammt richtig aus. Glaube ich. Ich fühle mich überfordert. Geht's hier lang? Dieses U-Boot, es ist zu hängen. Ich habe deshalb überall blaue Flecken. Ihr seid ja auch doof. Wieso seid ihr denn alle gleichzeitig mit dem U-Boot hergekommen? Fünfer Gruppen hätten es doch auch getan, oder nicht? Kanivana. Zauberblatt war speziell, oder? Ich glaube, Zauberblatt war speziell. Ja, das Zauberblatt sieht ziemlich speziell aus. Dann könnt ihr auch keinen Rauhautschaden bekommen. Oder die Skarnivana hat einfach keine Rauhaut, keine Ahnung. Malieren verursacht bei ihm Muskelkater. Warum? Ah Gott, schon wieder so eine Stelle, wo ich nicht weiß, wo ich lang soll. Wo geht's denn jetzt eigentlich lang? Welcher Weg ist der richtige? Immerhin gibt es ja keine wilden Pokémon. Schon mal von Vorteil. Da geht's weiter. Mist. Moment, sind jetzt wieder am Eingang? Was? Ja, genau. Oh, hier gibt es auch wilde Pokémon. Großartig. Oh, super. Was denn auch sonst? Ausgerechnet Zubat. Dann halt noch eine. Moment, die Richtung. Noch eine Runde. Ich glaube, unten lang hat irgendwie richtig ausgesehen. Also, jetzt dann da rechts und so. Also versuche ich es nochmal oben lang. Wobei man hier eigentlich nur falsch gehen kann. Irgendwie ist beides so gefühlsmäßig richtig. Oder beides falsch, je nachdem. Immerhin komme ich da unten schon mal nicht lang. Das sieht nach Einbahnstraße aus. Da oben komme ich schon mal zum einen lang. Entweder in den Raum oder in den Raum da rechts. So, links oder rechts? Ich nehme jetzt erstmal links, weil man links zuerst hinkommt. Das sieht doof aus. Ich probiere es nochmal mit rechts.
Wenn da jetzt auch so ein Strömungsrätsel-Gedöns kommt, gehe ich zuerst wieder nach unten. Ich hasse so Strömungsrätsel-Gedöns. Ja, natürlich so Strömungsrätsel-Gedöns, weg hier. Ach so. Das hätte ich irgendwie vorher bedenken sollen. Wäre vernünftig gewesen, wenn ich es jetzt mal. So halbwegs. Also dann bleibt als einzigster Weg aktuell unten rechts. Ja, ein nerviges Zubehörerschein. Das habe ich auch gesehen. Weg mit dir, nerviges Zubehör. Okay. Auf jeden Fall mal hier lang. So, oben weiß ich nicht, was es bringt. Links bringt auf jeden Fall nichts. Rechts bringt auch nicht, also oben. Immer noch im Ausschlussverfahren hier. So, der ganze Teil links bringt nichts. Jetzt bleibt nur die Frage ganz oben. Ganz oben. Hat sich schon erledigt. Ach, was würde ich jetzt für einen Schutz geben? So, schön wäre das jetzt. Nee, Moment. Ah, doch, war richtig. Das wollte ich schon sagen. Nee, Moment, das stimmt auch nicht. Flucht unmöglich, wirklich gegen Golbat am Level 32? Danke. So, jetzt aber. Weiter, weiter. Danke, nicht an der Ecke hängen bleiben, Schatzi. Immer schön geradeaus. Und ich stehe schon wieder vor zwei Möglichkeiten. Ich liebe es. Also ich glaube, auf dem Weg unten könnte ich höchstens wieder zurückkommen. Das weiß ich allerdings nicht genau. Ja, hier geht's wieder zurück. Moment, das da rechts sieht irgendwie richtig egal. Nein, 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 ich gehe jetzt da nicht lang. Kann ich mich hier an den Kampf irgendwie vorbeischummeln? Sieht so aus. Moment. Ja. Geht. Ach, ich liebe Schieberätsel. Die ersparen einem so viele Ärger. Wobei ich die eigentlich allein aus Trainingsgründen schon mitnehmen sollte. Wäre schon nötig eigentlich. Moment, was habe ich an zweiter Stelle? Samba, da packe ich mal aktuell gerade kurz Feuerzeug hin. So, okay, dann haben wir wenigstens einen Doppelkick gegen die ganzen Magnaien, die wir immer haben, oder die Vivian. Ja, ganz viel unnötiger Text. Geht das auch ein wenig schneller? Dankeschön. Cordula. Cordula sieht immer noch irgendwie so aus, als ob sie irgendeine Wolke nach sich herziehen würde. Wegen ihrer extrem überdimensionierten Frisur. Natürlich hat man keine Metroa. Das kann ja schon mal nur gut werden. Also dann, Zauberblatt auf, eigentlich auf Feuerzeug, auf Tohido und Doppelkick auf Magnaien. Vielleicht reicht's ja trotz Bedroher. Ja, das sieht gut aus. Und vom Level her sind wir jetzt auch wieder ein bisschen drüber. Das Einzige, was nochmal so ein bisschen interessanter wird, ist die Liga. Aber die Liga habe ich ins Markt immer unheimlich gern gemacht, einfach weil die so anspruchsvoll war. Komischerweise hatte ich bei dem Psycho-Orden nie solche Probleme. Ich weiß auch nicht warum. Und auch im Remake jetzt überhaupt nicht.
Das lag allerdings wahrscheinlich auch daran, weil die den Psycho-Orden wirklich ziemlich entschärft haben. Die zwei Arena-Leiter hatten, glaube ich, nur 4 anstatt 6 Pokémon. Und die waren auch noch ziemlich einfach zu besiegen, was, glaube ich, allerdings eher an den TMs lag, die man hier ja endlos einsetzen kann. Und dann kann man einfach mal schnell die Attacken auswechseln. Ich habe für die Psycho-Arena da mal eben kurz Latios. Moment, welcher von beiden war es jetzt? Latios. Ja, ich glaube, es war Latios. Latios Dingens dabei gebracht. Spukball war es, glaube ich. Und mit einem speziell offensiven Mega-Latios und einem Spukball in die Psycho-Arena funktioniert doch erstaunlich einfach. Einmal rein, einmal raus, fertig. Ah, das war mir viel zu wenig Schaden. Moment, gegen Gift war, glaube ich, Psycho sehr effektiv. Habe ich Psycho-Attacken? Nein, natürlich habe ich keine Psycho-Attacken. Aber ich habe Elektro und Eis. Gegen Flug. Ach, nehme ich mal Domino mit. Und Feuerzeug darf eventuell angreifen, wenn es nicht ausnahmsweise mal verwirrt ist oder so. Boah, war ja klar, das muss mindestens 10-mal pro Kampf kommen. Ich liebe solche Kämpfe. Oh, und ich sehe gerade, wir sind schon wieder 2 Minuten über der Zeit. Das war jetzt doof. Verwirrt ist es nämlich schon. Außerdem greife ich eh speziell an. Also, ich versuch's noch einmal. Bin ich jetzt. Okay, ich habe schon mal Magnaien besiegt. Wenn ich jetzt Julian nämlich hier ins Spiel lasse, dann stehe ich in die falsche Richtung von oben nach unten, weil ich ja von oben in den Kampf gerannt bin. Und dann denkt er wahrscheinlich, dass ich, dass er dann nach unten muss. Und das wäre irgendwie doof. Weil dann wäre die Verwirrung perfekt. Okay, gut, das Goldball ist schon mal besiegt. Ja, jetzt bekommen wir irgendwie alle Erfahrungspunkte. Okay, gut. So, jetzt lasst mich mal da oben vor die Tür stehen und dann würde ich mal sagen, ich beende hier die Folge und wir sehen uns beim übernächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.